Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Level-Up-Test. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute mischen wir die Sorten Kaktuseis mit der Sorte Summer Edition. Das heißt, die Summer Edition hat Erdbeer-Wassermelone-Geschmack und Kaktuseis ist Kaktuseis. Und die beiden Sorten werden wir zusammenkippen heute und probieren. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Ich habe schon von jeder Sorte ein bisschen was genommen, zusammengemischt. Hoffe doch, dass es die gleiche Menge ist, damit wir vom Geschmack her das beste Erlebnis haben. Vorbereitet ist auch schon. Dann wollen wir gleich mal beginnen, das hier reinzuschütten. Ja, eine schöne bläuliche Färbung. Es knackt sogar leicht. Wunderbar. Okay. Ich glaube, das Knacken kommt durch die Kaktus-Eis-Edition. Da ist, glaube ich, was drin, was dieses Prickeln hervorruft. So, einmal zu und einmal mischen. Und dann bin ich wirklich gespannt, was uns hier für einen Geschmack ereilen wird. Zwar ist schon eine ganze Weile nichts mehr, aber ich denke mal, jetzt ist es mal wieder an der Zeit, ein bisschen was zu probieren. Kaktus. Summer Edition. Und ich bin echt gespannt, wie da der Geschmack ist. Auf jeden Fall die Farbe. Leicht grünlich. Passt eigentlich schon. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich habe zwei Eiswürfel drin und okay, vom Geruch her geht es so in Richtung, denke ich mal, der Summer Edition. So der Melonengeruch, der sticht da doch ziemlich stark hervor. Aber wir wollen ja nicht lange warten. Wir wollen probieren, was diese beiden Mischungen zusammen für einen Geschmack erzeugen. Danach kommt, glaube ich, die Kaktus Edition mit der Star Edition, heißt also mit Sternenfruchtgeschmack. Da bin ich auch schon sehr gespannt, aber jetzt probieren wir erstmal die Sorte und ich sage einfach mal Prost und lass das mal auf mich wirken. Ja, das dachte ich mir schon fast. Vom Geschmack her ist es okay, aber die Summer Edition ist doch sehr dominant hier. Obwohl ich versucht habe, die gleiche Menge von beiden Sorten zusammenzupacken, ist doch der Melonengeschmack hier sehr stark vertreten, muss ich sagen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil die Summer Edition ist doch eine richtig geile Edition und die schmeckt gut. Schade. Die Kaktus-Eis Edition ist auch lecker, aber die geht halt ein bisschen bei dieser Mischung unter. Ich bin gespannt, wie es dann bei der Starfrucht ist, ob da die Kaktus-Eis Edition vielleicht ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Das kann ich euch natürlich nicht sagen, das werden wir dann später probieren. Ich muss noch mal kosten. Also es ist definitiv lecker, es ist ein bisschen süß, muss ich sagen. Also da könnte man wahrscheinlich ein bisschen von beiden ein bisschen weniger reinpacken. Aber ansonsten, astrein alles. Kann man sich mal geben. Also probiert selber aus. Summer Edition mit Kaktus Ice Edition mischen und das war's dann heute schon wieder für die Folge. Wir haben diese Mischung probiert. Wie gesagt, es kommen, glaube ich, noch drei verschiedene Videos jetzt mit drei Mischungen haben wir ja noch. Wir haben ja noch die Star Edition mit der Kaktus Edition. Das wird als nächstes kommen. Dann haben wir noch die, was haben wir denn dann noch? Kaktuseis und was hatte ich als letztes noch?
Ach, die Community Edition hatte ich noch, genau. Diese Zuckerwatte-Geschmack wird dann natürlich auch noch mit der Summer Edition und mit der Star Edition gemischt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und sage, bis zum nächsten Mal, dann testen wir die nächsten Sorten. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.